Das könnte tatsächlich gefährlich werden. Wir müssen taktisch vorgehen und immer die Stadt überwachen. Ihre Angriffe könnten überall und jederzeit stattfinden. Nächstes Mal graben sie sich vielleicht unter das Schloss. Wir können es nicht leugnen. Die Lage ist ernst und wir sind in unserer Stadt eingesperrt. Vanya City hat den Angriff knapp abgewehrt. Unsere Truppen werden die Stadt weiter schwächen. Ein guter Mann. Dieses Mal zerschmettern wir sie. Mit so einer Lust sollten sie erstmal nicht rechnen. Hier ist die Inventur. Danke. Die Vorräte sind relativ voll. Da sollten wir erstmal keine Probleme haben. Ruft mit Hebert, den Söldner. Gut, ich mache mich auf den Weg. Nun, schnell nach Tubanien. Die Lage in Tubanien ist immer noch sehr ernst. Seit 3 Tagen schon belagern Graf Argon und seine Truppen Tubania City. Vor kurzem konnte Thomas, ein guter Freund des Prinzen, aus alten Tagen durch den Belagerungsring schlüpfen und nach Tubania City gelangen. Mit Hilfe des Königs hat er nun ein Haus begünstigt bekommen. Er, der König und der Prinz sind nun im Wirtshaus. Thomas, wie ist es dir dort draußen so ergangen? Naja, wir hatten immer weniger Beute. Die schlug sehr auf die Moral. Schließlich gingen immer mehr Leute. Ich bin auch eine Weile geblieben, gemeinsam mit Robin und Tom. Dann haben wir uns verabschiedet und gingen verschiedene Wege. Es gibt die Räuberbande nun nicht mehr. Okay, schön, dass du hier bist. Der Krieg macht das Leben hier aber nicht leichter. Ich weiß, aber ich kann ja auch kämpfen. Das ist gut. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Unsere Späher haben bemerkt, dass die Britannier was vorbereiten. Uns steht ein Angriff bevor. Die Frage ist nur, ob das der Hauptangriff wird oder uns wieder ablenken soll. Keine Sorge, wir sind vorbereitet. Wir lassen nicht zu, dass die Britannier unsere Stadt bekommen. Nie sollen die herrschen, die keine Gerechtigkeit kennen. Währenddessen auf der Ebene von Tubanien. Also Leute, der Tag ist gekommen. Heute wird Tubanien sich unterwerfen müssen. Heute werden wir siegen. Skipper, ist alles bereit? Bereit als bereit. Hisk? Alles bereit. Also denn, Leute, es geht los. Tötet den, der sich euch in den Weg stellt. Puh, seit 3 Tagen schon kein Angriff mehr. Die ziehen noch nicht ab, die werden nochmal angreifen. Und wann? Eine gute Frage. Da drüben kommt die Antwort. Schnell, zündet das Feuerwerk. Jetzt aber schnell. Die 3 Freunde sind immer noch im Wirtshaus. Ja, ich habe Eric ein paar Mal als Baby gesehen. Er war damals ziemlich niedlich. Glaube ich dir gern. Trotzdem haben wir 12 Jahre verpasst. Das stimmt, aber wir haben genug Zeit, um das nachzuholen. Was zum... Wir werden angegriffen! Zum Tor! Schnell! Auf geht's! Die Schlacht ist bereits in vollem Gange. Pfeile fliegen über die Mauer, der Rambock knallt wieder gegen das Tor und Leitern werden angelehnt. Innerhalb kämpft General Konrad mit ein paar Truppen gegen die Monster. Ich dachte, dass wir das hinter uns hätten. Anscheinend nicht. Wo kommen die Monster her? Die haben noch einen Mentor, der sie beführt. Oha, wir müssen sie erledigen. Auf jeden Fall. Sowas habe ich noch nie gesehen. Was für eine Schlacht. Passiert in letzter Zeit häufig. Wir kommen in den Krieg. Keine Sorge, wir werden sie besiegen. Achtung, hier kommt die nächste Welle. Das schaffen wir.
Sie sind vollkommen abgelenkt. Sie merken nichts, dass wir sie wieder austricksen. Leichte Beute. Unterschätzt sie nicht. Sie haben uns schon mal einmal besiegt. Wir beginnen den Kampf. Die Hauptschlacht geht jedoch weiter. Es wird gekämpft, was das Zeug hält. Die Monster werden immer wieder Welle für Welle zurückgeschlagen. Ich habe das Gefühl, dass es mehr statt weniger werden. Wir werden sie besiegen. Ja, wir werden das schaffen. Leute, da hinten kommt ein Trupp feindlicher Soldaten auf uns zu. Was zur Hölle? Wir brauchen Verstärkung. In der Zeit müssen wir halt Zeit schenken. Auf jeden Fall. Los zum Angriff! Ihr seid also der berüchtigte General Konrad. Und ihr seid Hilst, der Hinterlistige. Ich kämpfe für Tubani. Ruhe, ich will hier besiegt sein. Nein, nein, das kann nicht sein. Unmöglich. Ihr habt mich geschlagen. Doch mit mir wird Portanien nicht untergehen. Lebt wohl. Als Aragorn mitkriegt, dass Hisk tot ist, bläst er zum Rückzug. Die Portanier treten diesen hastig an. Es ist wieder mal früh am Morgen, als die Schlacht endet. Oh, das war knapp. Aber so ziemlich. Der Plan war gut durchdacht und hinterlistig. Wir müssen sie aufhalten. Wir müssen sie angreifen. Eine gute Idee. Wir treffen uns in einer Stunde zur Besprechung im Schloss und sagt dem Zauberer Bescheid. Ja, Bruderherz. Eine Stunde später im Thronsaal. Also, wir sind uns alle einig, dass ihr Lager angegriffen werden muss. Ja, unbedingt. Es ist der einzige Weg. Gute Idee. Doch wer soll den Angriff leiten? Freiwillige? Ich gehe mit. Das wird gefährlich. Dann erst recht. Danke, mein Freund. Ich gehe mit. Ich muss den Mentor fordern. Dann ist es entschieden. Ihr drei leitet den Angriff. General Konrad und ich kümmern uns um die Stadt. Oh, schon begonnen aus Versehen. Nee, ich bin jetzt mal. Sag mal, hä? Ist friedlich. Hä? Hey.